Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute den Haul vom Monat Februar für euch, also was wieder an Büchern bei mir eingezogen ist. Es ist wieder ein Haul der Schande, aber ich würde sagen eine kleinere Schande als letztes Mal. Denn es sind tatsächlich etwas weniger Bücher im Februar eingezogen als im Januar. Mag vielleicht daran liegen, dass der Monat auch etwas kürzer ist. Es sind ja ein paar Tage weniger als im Januar. Aber eventuell liegt es auch daran, dass ich mich ein kleines bisschen versucht habe zusammenzureißen. Und vor allem sind sehr, sehr wenig Rezensionsexemplare angekommen. Also ich habe tatsächlich mich da sehr zurückgehalten, was das anging, weil ich mir in nächster Zeit ein bisschen mehr Bücher selber aussuchen möchte. Also natürlich die Rezensionsexemplare, die hier einziehen, frage ich in der Regel meistens selber an. Das heißt, das sind schon Bücher, die ich lesen möchte. Aber trotzdem ist immer noch dieser Druck da, dass ich sie jetzt sofort lesen muss. Oder beziehungsweise innerhalb der gegebenen Zeit, also 1-2 Monate oder so maximal. Das heißt, es bringt schon so ein bisschen Druck mit sich und den würde ich jetzt gerne in die nächste Zeit etwas vermeiden. Ich habe noch ein paar Bücher, die noch am 31.01. hier eingezogen sind, die ich dann in dem Januar-Haul-Video nicht mehr mit untergebracht habe. Aber ich wollte sie euch zumindest mal kurz zeigen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das schon nachgeholt hatte oder nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Deswegen zeige ich euch das mal. Bei mir ist noch angekommen ein Rezensionsexemplar aus dem Januar, Someday, Someday von Emma Scott. Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Das ist die erste Geschichte von ihr, die ich lese, in der es um ein gleichgeschlechtliches Pärchen geht, also um ein Thema aus dem LGBTQIA+-Bereich. Hier geht es um Max, der es geschafft hat, von der Straße wegzukommen und sich ein ganz neues Leben aufzubauen. Der Job als Pfleger für Pharma-Mogul Edward Marsh scheint ein Glücksfall zu sein. Doch Max hat nicht mit dem Netz aus Geheimnissen gerechnet, das die Familie Marsh umgibt. Und noch weniger mit Silas Marsh, Erbe des Pharma-Imperiums und so kalt wie Eis. Aber Max sieht den Schmerz und den Selbsthass in seinen Augen, sieht, wie er sich verzweifelt gegen die Gefühle wehrt, die zwischen ihnen aufkeimen. Doch nur wenn Silas zu seinem wahren Selbst steht, hat ihre Liebe eine Chance. Ja, wie gesagt, das habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Das kam im Januar an. Dann kam am 31.01. noch an das Libby Garrett Projekt und da habe ich diese Bücherbüchse Special Edition mir geholt, die einen sehr, sehr coolen Buchschnitt hat. Ich habe leider die erste Ausgabe nicht in dieser Special Edition, sondern da habe ich nur die ganz normale. Ich überlege auch immer noch, ob ich mir die noch irgendwie besorge. Ich sehe die tatsächlich öfter bei eBay Kleinanzeigen, aber da ist sie meist so für 50 Euro drin und irgendwie bin ich dann noch ein bisschen zu geizig, 50 Euro für das Buch zu bezahlen, was normalerweise halt wirklich unter 20 kostet. Ja, ich überlege es mir noch, aber der Buchschnitt ist schon sehr schön. Außerdem mochte ich ja Band 1 auch sehr. Hier geht es um Libby Garrett. Sie ist verrückt nach Owen Jackson. Doch für den beliebten Basketballspieler ist sie nichts weiter als eine kleine Affäre, die er auch noch vor seinen Freunden verleugnet. Libbys beste Freundin Avery, die kennen wir aus dem ersten Band, und der Rest des Wissenschaftsclubs sind sich einig. Eine Intervention muss her. Anhand von 12 Schritten soll Libby lernen, dass sie auch ohne Owen glücklich sein kann. Gesagt, getan. Unterstützung bekommt der Club dabei von Barista Adam, der Libby nicht nur mit warmem Apple Cider den Tag versüßt. Mit seiner schüchternen, süßen Art schleicht er sie still und leise in ihr Herz. Also ich hoffe, dass das an Band 1 rankommt. Dann kam noch Shadowborn von Melanie Lane in der Chester Phantoms Special Edition an, die ja auch diesen wahnsinnig coolen Buchschnitt hat. Wie gesagt, einmal ringsrum. Und das hat ja hier so ein Voodoo-Thema. Jeden Monat eine unschuldige Seele an den König des Schattenreichs opfern. So sieht Yuyus Leben als Mitglied und zukünftige hohe Priesterin des mächtigen Voodoo-Clans in ganz New Orleans aus. Und sie hasst es. Schlimmer wird es nur, als sie erfährt, dass Dean, seines Zeichens, sexy Barkeeper und Yuyus bester Freund, einen Pakt mit eben jenem Teufel geschlossen hat. Im Tausch gegen Deans Seelenheil macht sie sich auf die gefährliche Suche nach einem göttlichen Amulett, doch dabei geraten nicht nur ihre Gefühle für Dean außer Kontrolle, sondern auch ihre eigene dunkle Magie. Klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Und dann ist noch Schattenthron von Beryl bei mir eingezogen, gleich in zweifacher Ausführung. Das eine ist davon die ganz normale Edition, die es quasi ganz üblich im Handel zu kaufen gibt, wo der Buchschnitt ja leider nur an einer Seite ist und nicht dreiseitig. Das ist die Special-Ausgabe von Graf gewesen, also von der Buchhandlung Graf, weil ich die dann da signiert bestellt habe. Und das andere ist halt die Special-Ausgabe von der Chester Phantoms Box mit diesem rundherum gehenden Buchschnitt, also dreiseitig. Und auch die ist signiert auf meinen Namen. Also habe ich jetzt 2 auf meinen Namen signierte Bücher, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Und das Buch ist ja auch wahnsinnig interessant. Ich gucke mal schnell nochmal nach dem Klappentext. Kaya hat keine Vergangenheit, keine Erinnerung, keine Familie, nichts außer Arian,
der sie einst von den Straßen geholt hat. Doch bevor sie ihrem besten Freund sagen kann, was sie wirklich für ihn empfindet, wird seine Seele von einem Schattenelfen gestohlen und er bleibt als Hülle zurück. Um ihn zu retten, reist die 18-Jährige ins Reich der Schatten, wo sie sich inmitten eines uralten Krieges wiederfindet. Das, was Kaya dort über sich erfährt, bringt alles ins Wanken, an das sie bisher geglaubt hat. Sie muss erkennen, dass sie niemandem mehr vertrauen kann, nicht einmal sich selbst und ihren Gefühlen. Gerade wenn es um den mysteriösen Kronprinzen Ilias geht, der seine ganz persönliche Mission verfolgt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe da schon ein paar Rezensionen zugelesen und bin gespannt, wie ich das Ganze dann wirklich am Ende finde. Dann machen wir weiter mit den Büchern, die wirklich im Februar eingezogen sind bei mir. Und da habe ich als erstes noch ein Rezensionsexemplar, nämlich Seelengeister von Nadine Merschmann. Das hatte ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt, denn es ist tatsächlich im Januar als E-Book schon bei mir eingezogen. Und auf Instagram habe ich dazu auch die Blogtour begleitet. Und in meinem Lesemonat Januar kam es auch vor, weil ich es schon im Januar als E-Book dann tatsächlich gelesen hatte. Im Februar kam jetzt aber halt die Bloggerbox dazu an, weil jetzt auch die Blogtour losging, passend zum wirklichen Veröffentlichungstag sozusagen. Das Buch kann man jetzt auch offiziell bestellen. Ich hatte nämlich in der Zwischenzeit immer mal wieder Fragen dazu bekommen, weil es halt noch nirgends vorbestellbar war tatsächlich, weil sie es halt als Self-Publishing wirklich veröffentlicht hat. Insofern ging das nicht schon vorher vorzubestellen. Aber jetzt könnt ihr es, wenn ihr wollt, bestellen. Ich verlinke euch wie immer alles in der Infobox. Und hier geht es um Seelengeister, wie das Thema oder der Name des Buches schon sagt. Jeder Mensch hat zwei Seelengeister. Wesen, geschaffen aus den tiefsten Gedanken. Sie flüstern dir Worte ins Ohr und beherrschen deine Taten. Ergreifen immer mehr Macht von dir, bis du dich selbst verlierst. Für immer verloren im Reich der Gedanken, dazu verdammt das Monster zu werden, das dein Kopf erschaffen hat. Nur eine Ausbildung auf den Inseln für Eis- und Wassermagie kann dich retten. Elaira absolviert die vielen Trainingsstunden der Ausbildung, doch ihr Seelengeist nähert sich an ihren Selbstzweifeln und wird von Tag zu Tag stärker. Neri droht an den Schatten ihrer Vergangenheit zu zerbrechen und kann keine Ablenkung gebrauchen. Doch die lebensfrohe Celine geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Werden sie es schaffen, ihre Seelengeister zu bekämpfen? Eine magische Geschichte über die Macht der Gedanken und die Monster, die in unseren Köpfen lauern. Und auch hier nochmal die Empfehlung für euch. Ich hatte es ja, wie gesagt, schon gelesen und im Lesemonat Januar erwähnt. Ich mochte es sehr, sehr gerne und ich mochte diese Versinnbildlichung von Mental Health Issues, die eben über diese Seelengeister ausgedrückt wurden und der Kampf eben, der im Inneren geführt wird und Stimmen, die einem ins Ohr flüstern, man sei nicht genug oder man sei falsch oder wie auch immer. Ich fand das richtig cool aufgearbeitet, das Thema. Muss aber auch dazu sagen, dass es hier auch eine Triggerwarnung zu gibt. Also ihr solltet das Buch natürlich nur lesen, eben weil es sich ja mit solchen Themen befasst, Mental Health und so weiter. Es geht ja auch um Mobbing, es geht ja auch in gewisser Weise um ja, Depressionen und solche Geschichten. Also das sollte man lesen, wenn man emotional dazu wirklich in der Lage ist. Dann ist noch ein neues Rezensionsexemplar bei mir eingezogen und das ist auch das Einzige, was diesen Monat eingezogen ist und wird, also abgesehen von Seelengeister, aber das habe ich ja schon im Januar gelesen, deswegen zählt das jetzt nicht mehr wirklich dazu. Es ist Four Houses of Oxford, bricht die Regeln, das ist der erste Band. Und das Thema ist einfach so interessant, ich konnte nicht anders, ich muss es unbedingt bald lesen. Endlich unabhängig, endlich frei. Als Harper an der University of Oxford angenommen wird und damit ihrer lieblosen Pflegefamilie entkommt, scheinen all ihre Träume zum Greifen nah. Vor allem, dass sie mit der Zusage auch die Einladung erhält, den berüchtigten Diamonds beizutreten. Einer Studentenverbindung, die ihren Mitgliedern Macht und Einfluss verspricht. Ohne zu wissen, worauf sie sich wirklich einlässt, muss Harper im Spiel der vier Farben teilnehmen. Dabei kann sie nicht nur alles gewinnen oder alles verlieren, sondern steht plötzlich auch ihrer Vergangenheit gegenüber. Finley, der sie vor Jahren im Stich ließ und sie jetzt vor den Diamonds und der tödlichen Magie der drei weiteren Studentenverbindungen Cross, Hearts und Spades warnt. Doch wer ihr Herz so gebrochen hat wie Finley, ist der Letzte, dessen Rat Harper befolgen würde. Ja, ob sie sich da mal nicht selbst ins eigene Fleisch schneidet, wie man so schön sagt. Also ich bin gespannt, ob der Rat von Finley dann richtig war oder nicht. Wir werden sehen. Dann habe ich mir noch akuterweise sozusagen ein Buch bestellt. Mir geht es in letzter Zeit nicht ganz so gut. Ich mache ein bisschen eine schwierige Zeit durch und dachte mir, da könnte mir eventuell von Matt Haig The Comfort Book helfen, Gedanken, die Hoffnung machen. Also das ist im Endeffekt eigentlich ein Sammelsurium an Texten von ihm, die so ein bisschen Hoffnung vermitteln sollen. Das sind unterschiedliche Sachen. Das sind also wirklich geschriebene Texte. Das sind aber auch teilweise Auflistungen von zum Beispiel Büchern oder Musik, die ihm geholfen haben oder Filme, die ihm geholfen haben, als er in einer
sehr schwierigen Phase seines Lebens war. Er hat ja auch Depressionen und hatte da auch sehr, 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 sehr dunkle und schwierige Zeiten. Wer vielleicht von ihm gelesen hat, ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben, dann wisst ihr das vielleicht auch. Das Buch habe ich von ihm auch gelesen. Und das ist jetzt halt wirklich ein Buch, was den Fokus auf die positiven Sachen legt. Und tatsächlich habe ich auch schon angefangen, es zu lesen und wahnsinnig viele Markierungen gemacht, weil ich es wirklich irgendwie ein bisschen tröstlich finde und Mut machen tatsächlich. Also es hat seinen Zweck auf jeden Fall jetzt schon erfüllt. Dann ist Crescent City bei mir angekommen und ich habe es direkt zweimal bestellt. Wie sollte es anders sein? Das erste ist die Waterstones Special Edition und prinzipiell ist da eigentlich nichts vom optischen her specialig dran, sondern der Inhalt ist besonders, denn bei Sarah J. Maas, das war auch schon beim fünften Band der Reich der Sieben Höhen-Reihe so, ist es so, dass sie jetzt mit verschiedenen Buchhandlungen irgendwelche Deals hat, sodass in den Büchern unterschiedliche Zusatzkapitel noch drin sind. Also die normalen Editionen, die es einfach so zu kaufen gibt, haben kein Zusatzkapitel. Und hier in der Waterstones-Ausgabe ist, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Kapitel zu Rune Danaan drin. Das ist der Bruder von Bryce und in den anderen Büchern ist dann halt ein anderes Kapitel drin. Also es gibt ja zum Beispiel in den USA noch Barnes & Nobles. Da ist dann vielleicht, ich weiß es nicht, ich sage es jetzt einfach, ein Kapitel zu Hand drin oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das halt das, was eigentlich daran special ist, weil was anderes ist es nicht. Also das Buch ist halt die ganz normale Ausgabe. Die ist auch leider nicht signiert. Es gab bei Waterstones auch signierte Ausgaben, aber da war ich nicht schnell genug. Die waren ja wirklich innerhalb von einem Fingerschnipp ausverkauft. Und deswegen ist es halt nur die normale geworden. Und dann habe ich noch die Tour Edition von Fane Productions mir geschnappt. Da hatte ich auch ein Auge drauf geworfen. Die ist im Endeffekt leider auch nicht signiert, deswegen auch nichts Besonderes, außer dass sie halt etwas anders aussieht. Und ich fand das irgendwie total cool, dass sie einfach nur so schlicht gestaltet ist. Das Problem daran ist, es gab auch zum ersten Band eine Tour Edition. Die sieht im Endeffekt genauso schlicht aus. Die ist halt dann bloß rot, also komplett rot und auch mit so einem bisschen Gold-Design auf dem Cover. Nur die gibt es natürlich nirgends mehr. Die ist von 2020 und die findet man im Internet zu horrenden Preisen. Also wirklich richtig furchtbar. Ich glaube, teurer geht es echt nicht. Also ich habe da Leute gesehen, die das für $700 eingestellt haben. Für $700 ein Buch, das muss man sich mal überlegen. Also das bin ich definitiv nicht bereit. Es finde ich ein bisschen traurig, dass ich halt an dieser Ausgabe wahrscheinlich einfach nicht mehr drankommen werde. Ich bin ja auch so ein kleiner Sammler und vor allem auch ein kleiner Jäger, was das angeht. Und ich hätte die schon echt sehr, sehr gerne, aber für $700... Nee, ganz ehrlich, dann ist es halt so. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich auch die zweite Ausgabe davon habe. Ja, inhaltstechnisch werde ich jetzt natürlich nicht erzählen, worum es hier geht. Also ich werde hier keinen Klappentext lesen. Ich werde das einfach lassen, weil es ja der zweite Band ist. Und ich würde euch auch dringend empfehlen, wenn ihr Crescent City 1 noch nicht kennen solltet, lest euch auch da den Klappentext nicht durch, denn ich finde tatsächlich, der spoilert ein bisschen. Da steht etwas drauf, was zwar auch ganz am Anfang des Buches passiert, aber ich finde, wenn man das nicht vorher weiß, wirkt es irgendwie nochmal ein bisschen krasser, glaube ich. Deswegen, ja, also wenn ihr Sarah J. Maas mögt und vielleicht auch Throne of Glass mochtet und Reich der Sieben Höfe, dann ist Crescent City vielleicht auch was für euch. Aber ich will jetzt hier, wie gesagt, nicht zu tief über den Inhalt sprechen. Dann habe ich You've Reached Sam bekommen. Das Buch ist irgendwie nirgends richtig lieferbar gewesen. Also bei Thalia, bei Amazon stand überall mal entweder nicht verfügbar oder dauert noch xxx Wochen, bis das dann versandfertig ist. Und gerade bei Thalia, wenn da steht, in 3 Wochen versandfertig, dann kommt es wahrscheinlich in 10 an. Deswegen hatte ich es mir immer nicht bestellt. Aber ich hatte das Glück, dass die liebe Jenny vom Instagram-Account Bookido sich das Buch zweimal bestellt hat, weil sie es als E-Book, glaube ich, gelesen hat und so gut fand, dass sie natürlich auch noch das Buch fürs Regal wollte und hat es bei Amazon und Thalia bestellt. Ja, und dann hat es wahrscheinlich bei dem einen vergessen zu stornieren. Und jetzt kam halt beides an und dann hat sie Gott sei Dank gleich mich gefragt und ich konnte es ihr dann abkaufen. Bin sehr, sehr froh, das Buch zu haben. Sie hat mir auch bestimmt 20 Mal gesagt, ich muss es unbedingt schnell lesen, weil es ihr so gut gefallen hat. Ich werde mir hier auch nicht den Klappentext durchlesen. Ich verlinke euch das Buch in der Infobox, falls ihr Lust habt zu wissen, worum es da geht. Aber ich will mich hier einfach komplett überraschen lassen. Dann habe ich mir wieder einen Spontankauf geleistet. Ich habe mir auf eBay Kleinanzeigen dieses Buch geschnappt, These Hollow Vows. Das ist mal vor, ich glaube letztes Jahr ist das rausgekommen bei Fairyloot, ich bin mir nicht ganz sicher. Fairyloot auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, wann es rauskam, das meine ich jetzt. Es hat so einen wunderschönen Buchschnitt. Den zweiten Band gab es jetzt vor kurzem, nämlich bei Fairyloot zu kaufen. Und da hatte ich auch erst überlegt, mache ich es nicht. Und ich bin sehr froh, dass ich es dann doch spontan gemacht habe. Denn die haben irgendwie Probleme in der Herstellung. Also es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Büchern, die sie produzieren lassen können mit diesen
Stenciled Edges nennt man das ja, also wenn das hier nur so draufgedruckt ist, anstatt so komplett einfarbig zu sein. Und dann war das Buch sehr, sehr schnell ausverkauft. Und sie haben es jetzt zwar nochmal zurückgebracht, aber halt mit so einem durchgehenden Buchschnitt. Und das würde dann natürlich hier nicht zu passen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich es doch einfach spontan bestellt hatte. Ich hatte mir auch da, als ich es gekauft habe, online gar nicht so richtig durchgelesen, worum es eigentlich geht. Ich habe jetzt mal grob überflogen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Buch sehr, sehr viele mögen. Und es geht hier scheinbar um Bree, die niemals, niemals, niemals einen Deal mit den Fae eingehen würde. Da würde sie lieber, da würde sie lieber sterben, als das zu machen. Und dann wird aber ihre Schwester entführt von so einem ganz, ganz bösen König an so einem Hof da. Und um sie zurückzukriegen, geht sie dann den Deal ein mit einem König von einem anderen Hof, also mit dem verfeindeten Hof sozusagen. Und sie soll drei magische Gegenstände stehlen. Das ist so der Deal, den die abschließen. Und ich finde, es klingt eigentlich ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt drauf. Weiter will ich jetzt eigentlich gar nicht lesen. Das reicht mir schon als kleine Info, worum es hier geht. Und ich hoffe, dass ich das Buch lese, bevor der zweite Band dann hier ankommt. Dann kamen noch ein paar Bücher bei mir an, die alle in Buchboxen drin gewesen sind. Die gehe ich jetzt auch bloß ganz kurz durch. Also zeige die bloß einmal in die Kamera, weil letztendlich mache ich ja immer jeden Monat meine Unboxings. Da zeige ich dann ein bisschen genauer alles. Das ist aus der Owlcrate-Box gewesen vom Dezember 2021, die halt so spät bei mir jetzt ankam. Das Buch heißt Skin of the Sea und die haben so schöne Gilded Edges gemacht. In der Januarbox von Illumicrate waren zwei Bücher drin. Da gab es einmal dieses Taschenbuch hier. Da ging es, glaube ich, um vier Geschwister. Ich habe es mir durchgelesen, so ganz weiß ich es jetzt nicht mehr, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ich finde das Cover eigentlich ganz cool mit diesem Metallic, ja, Emblem hier drauf und dass das auch so einen blauen Buchschnitt hat, fand ich ziemlich cool. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ist ja auch ein relativ dünnes Büchlein. Und was mich auch mega, mega, mega interessiert, ist This Woven Kingdom von Tahereh Murphy. Das ist auch in der Januarbox von Illumicrate drin gewesen und das hat ja auch so einen wahnsinnig schönen Buchschnitt. Da haben sie auch ein komplett anderes Cover gemacht, wie ihr sehen könnt. Und dann kam auch endlich die Januarbox von Fairy Loot bei mir an. Da ist das Buch Only a Monster drin gewesen von der Autorin Vanessa Lenn. Und ich glaube, hier ging es um ein Mädchen, was erst später herausfindet, dass ihre Familie Monster sind. Also was sie quasi nicht wusste. Sie wusste, dass sie immer so ein bisschen komisch sind, aber sie wusste nie, dass es Monster sind. Und sie sich mit jemandem angefreundet hat oder auf jemanden steht, der ein Monsterjäger ist. Also auch ein ziemlich cooles Thema eigentlich an sich. Achso, die haben übrigens auch so einen schönen Buchschnitt gemacht. Der ist zwar oben und unten immer jeweils nur einfarbig, aber vorne ist er dann so. Und dann kam noch die The Winners Trilogy an von Marie Rutkowski. Das ist hier auch die Illumicrate Special Ausgabe dazu gewesen. Die haben so ein Set dazu gemacht, auch nur mal schnell im Schnelldurchlauf. Das ist der erste Band. The Winner's Curse und die haben auch so einen schönen Buchschnitt ringsrum und sind eigentlich insgesamt generell mega schön gestaltet. Dann haben wir The Winner's Crime, das ist der zweite Band und der dritte, The Winner's Kiss, der ist in blau gehalten und hinten ist ein Pferd drauf. Ja, dann war das jetzt mein Haul vom Monat Januar. Es sind zwar ein paar Bücher mehr eingezogen, aber tatsächlich verändert sich mein Sub zumindest gar nicht so doll dadurch, weil es ja auch ein paar Bücher sind, die ich schon gelesen hatte. Zum Beispiel Seelengeister habe ich ja schon gelesen oder auch die Winners Trilogy, die am Schluss eingezogen ist jetzt. Die habe ich ja die deutschen Bücher schon gelesen, also Spiel der Macht, Spiel der Liebe, Spiel der Ehre. Und es sind ja auch ein paar Ausgaben doppelt eingezogen, zum Beispiel Schattenthron und Crescent City. Das ist natürlich dann auch bloß einmal auf dem Sub. Also es ist zwar einiges eingezogen, aber der Sub erhöht sich zumindest nicht ganz so doll. Insofern geht's. Lasst mir doch gerne mal in den Kommentaren da, welche Bücher bei euch als letztes eingezogen sind und ob irgendein Buch, was ich jetzt hier gezeigt habe, bei euch zu Hause auch schon im Regal steht oder ob ihr vorhabt, eins davon zu kaufen. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!